Hallo, hallo, liebe Hühnerfreunde. Heute geht es um das Picken. Und zwar geht es heute um das Thema, wieso Hühner eigentlich picken, ab wann sie das Picken lernen und wie die ganze Geschichte aussieht. Und dazu nehmen wir natürlich hier unsere Hühnerbeispiele meiner Großmutter. Und da sehen wir auch schon, wie die Hühner anfangen zu scharren und zu picken. Da sieht man es ganz schön. Genau, und damit wir jetzt nicht allzu viel Zeit verschwenden, ich muss mal kurz fokussieren. So, fange ich jetzt einfach mal an. Also das Picken ist im Endeffekt wirklich von Geburt an einfach parat. Also das ist keine Fähigkeit, die sich die kleinen Küken von ihrer Glucke oder von anderen Hühnern abgucken, so wie es bei vielen anderen Tieren im Tierreich ist, dass sie eben Verhaltensweisen abgeguckt werden und erlernt werden, sondern das ist von Geburt an einfach angeboren. Genau. Ganz am Anfang, in den ersten Tagen, wenn das Küken geschlüpft ist, dann ist es meistens so, dass die Treffsicherheit beim Picken noch sehr, sehr ungenau ist. Also dann versuchen die kleinen Küken, die Körnchen aufzusammeln, aber tun sich da ein bisschen schwer. Ist meistens eine ganz süße Sache zu beobachten, aber innerhalb weniger Tage erlernen sie das Picken sehr, sehr zielgenau und sind in dem Sinne sehr treffsicher. Auch hierzu ist nochmal zu sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, in der privaten Hühnerhaltung eben ein Umfeld zu schaffen, wo den Hühnern es eben erlaubt ist, sich frei auszufalten, komplett überall rumzulaufen, eben zu scharren zu können, picken zu können, weil das einer der wichtigsten Faktoren sind, damit Hühner glücklich sein können. Also wenn sie jetzt eben in so einem, wie in der Massenzucht, in so einem kleinen Käfig, hier der Wind überall, in so einem kleinen Käfig gefangen sind, und dann überhaupt keine Möglichkeit haben, sich frei auszufalten, zu scharren, zu picken, dann zieht das erstens sehr, sehr viel Lebensdauer oder ja, Lebenszeit weg, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, und sie sind sehr, sehr unglücklich in dem Sinne. Also das Picken ist angeboren und wird im Endeffekt im Laufe des ganzen Lebens, im Laufe des Tages fast nur ausgeführt. Also es gibt wenige Tätigkeiten, die Hühner haben, neben dem Scharren und dem Picken, die gleichermaßen angewendet werden. Also das ist eigentlich die Haupttätigkeit des Huhns. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann klick unterhalb dieses Videos auf Abonnieren. Und wenn du mehr über die Verhaltensweise und die Hühnerhaltung erfahren willst, dann klick, wenn du dich jetzt auf YouTube befindest, unterhalb dieses Videos in die Infobox, und dort hast du die Möglichkeit, direkt auf meinen Blog zu kommen, wo ganz viele hilfreiche Artikel sind, die wesentlich ausführlicher sind, Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Kükenaufzucht und. Also wirklich sehr, sehr viel hilfreiches Material. Und dort hattest du auch die Möglichkeit, dich in meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter einzutragen. Und dann bekommst du im wöchentlichen Rhythmus von mir tolle Informationen, Tipps zum Thema Hühnerhaltung in der privaten Hühnerhaltung, also nicht wirklich in der Zucht oder wenn es gewerblich ist, sondern wirklich in der privaten Hühnerhaltung, so wie meine Großmutter das hier hat. Und ja, also so viel zu meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, dein Paul.